Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, heute ist ein Paket gekommen. Ein riesengroßes Paket. Schaut mal, wie groß bitte dieses Paket ist. Das ist abnormal. Im Vergleich dazu einmal meine Drohne in ihrem Case. Ja. Nur im Vergleich dazu mal, wie groß dieses Paket eigentlich ist. Mach das mal auf. So, und hier seht ihr auch schon, was ich hier bestellt habe. Hier ist noch in der großen Box. Ich räume die mal kurz weg, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, hier seht ihr die Karte auf jeden Fall. Der Karton ist auch noch riesig, ne? Aber das, wo es eingepackt war, noch größer. Übrigens, hier waren Gummibärchen einfach drin. Danke dafür. Auch cool. Mag ich übrigens. Hier haben wir schon mal einstellbare Alu, Öldruckdämpfer, schön sind immer gut. Racing Tank mit integrierten Sirenfilter. Ah, auch nicht schlecht, aber wir haben einen noch dazu tun. Ein 5,2 CCM Force Engine, also Force Motor, richtig krasser Motor, V32. Der Vierradantrieb, ganz normal von Kason. Ja, Virus 4.0 ist das, ferngesteuert halt, 1:8 ist es. Das sieht man nochmal die Fernsteuerung, die Freeflex Wheelie Pro 3. Ja, da sieht man noch 9 Kilogramm Steuerserver mit Metallgetriebe. Da ist der kraftvolle Motor nochmal. Da sieht man auch nochmal die ganzen Daten. 20 mm Bodenfreiheit. Ich sage mal geschätzt 500 mm, weil einfach aufgrund, ne? 500 mm Länge, 305 mm Breite, 205 die Höhe halt, Radstand, alles Sachen halt. So schaut das nochmal aus. Und benötigtes Zubehör steht da nochmal. Das habe ich alles, was ich weiß. Ach scheiße, das ist auch benötigt. Ich hoffe, das habe ich schon mal schauen. Und Nitro Full AWA. Ah, so. Machen wir die Box einmal auf. Geht die irgendwo auf? Kriege die aber, ich mach die mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Hm? Ja Leute, so schaut das dann aus. Alter, der Motor ist gewaltig. Der Motor ist riesig, Alter. Boah. Boah. Alter. Der Motor ist abnormal. Also, boah. Mehr Hund einmal. Alter, das Auto ist riesig und da die Fernsteuerung. Ja. Fühlt sich eigentlich nicht besonders hochwertig an. Naja. Ich weiß nicht, ob ich mir GT2 einfach verwenden werde. Ich glaube, ich werde mir GT2 verwenden, weil es fühlt sich eigentlich nicht so hochwertig an. Oder einfach andere Fernbedienung mal kaufen. Mal schauen, weil die schaut mir jetzt nicht so hochwertig an aus, aber wurscht. Da. Ah, okay, da ist einmal da. Heckspoiler. Ganz wichtig, der ist festgeklebt, weil sie ihn da aufgekriegt haben. Da, der wird dann da aufgeschraubt. Mit dieser Imbus so. Boah, Federverhalten, muss ich sagen. Ja, Federverhalten ist schon geil. Finde ich. Also. Wow. Wow, das Federverhalten ist krass. Okay, das ist auch noch festgemacht. Ich hol die Karre mal raus, ne? So, da haben wir auf jeden Fall noch die Bedienungsanleitung. Da ist das Auto. Ihr seht, das ist echt groß und no joke, das Auto ist so schwer. Boah. Also, boah, mit einer Hand ist das wirklich schwierig. Auto ist wirklich schwer und der Motor ist wirklich groß. No joke. Motor ist groß. Krass. Und morgen gibt es auf jeden Fall ein Einlaufvideo dazu. Sorry, jetzt wegen meiner Handyhöhlen, wegen mein. Ah, oh, Alter. Was habe ich denn gerade für eine Probleme? Tut mir leid, auch viel, Leute. So. Ich schneide das mal auf. Ich hoffe, ich schneide das nicht mehr bitte. Ich mache das alles nämlich nur auf mein Bett, weil ich kein großes Zimmer habe und keinen großen Unboxing-Tisch oder so. So. Mal aufgeschnitten. Habe ich es richtig aufgeschnitten? Na, wenn nicht, gut.
So, da ist die Bedienungsanleitung auch schon draußen. So, da war so ein Schlüssel mit bei. Mal schauen, ob der da passt, wenn man das montieren muss. Ah, das ist genau der perfekte. Deswegen haben sie wahrscheinlich reingepackt, ne? Nice. Da ist die Bedienungsanleitung. Da ist die Bedienungsanleitung zur Fernsteuerung. Fernbedienungen sind da aufgelistet. Ich glaube, ich werde GT2 verwenden, ne? Bisschen gedöns. Da steht was über einen Pfortenregler drin und ich habe nicht einmal einen Regler, ich habe einen Motor. Wow. Wow. Ja, okay. Da in der Bedienungsanleitung steht irgendwas nächsten Einladen. Achtung. Ah, ich werde auf ein paar Schritte eingehen, was man halt also braucht. Steht da Sprit. Was muss der halt? Oh, sind da ein paar Sachen drin geschrieben. Komma sich durchlesen. Oh, lol. Okay, das sind die da. Komma sich durchlesen muss man halt. Würde aber jedem empfehlen, der was Anfänger ist und sich nicht so auskennt damit. Ja. Also, die Reifen sind auch nicht so schlecht wie. Also, die fühlen sich griffig an. Die fühlen sich sehr griffig an. Aber die werden natürlich schnell weg sein, ne? Ist klar. Da ist der Tank auf jeden Fall. Der Nitro-Tank. So. Clipse tun wir mal aber. Erster Clipse, zweiter Clipse. Der Zug startet natürlich im Weg. Geile Karre, hört ihr das? Boah, also Nutschok, der hat eine große Kompression, ist echt schwierig. Schraubentechnisch, ja, schaut sehr fett aus, werde ich wahrscheinlich aber noch weiter ausholen für die Einlaufphase. Luftfilter, ist der gut oder kehrt der gut? Guckt mir nicht gut vor, werde ich ölen auf jeden Fall. Fest sitzt er auf jeden Fall, Geht sau streng. Also, wie viel Kilo hat das bitte? Wie viel Kilo hat das? 6 UC. Reflex. Metallgear Kasern. Ach, das ist ein Kasern. Okay. Das ist ein Kasern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich werde Bluebird einbauen auf jeden Fall. Weil Kasern, Servus habe ich nicht so eine gute Erfahrung. Ja, das war auf jeden Fall das mit Unboxing, ne? Leute, da ist ein Aufkleber Danger. Das Haas werden kann. Den tun wir gleich runter, weil der wird sich sonst aufbrennen wahrscheinlich. So. So. Auf jeden Fall schönes Metallreso. Richtig schön aus Metall. Ja. Habe ich irgendwas aus Metall? Schere. Das ja. Herzchen. Ja, das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich war's wieder, euer Multiplanet, ne? Leute, und wir sehen uns morgen bei Einlaufphase, wenn alles glatt läuft. Aber was halt? Bitte nicht glatt laufen. Das war's mit dem Video auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video, Leute. Ich war's, euer Multiplanet und. Ciao, Leute!